Kollegin. Willst du rausnehmen? Ja, schönen Nachmittag alle. Die Konferenz von der Science is for Future. Ich meine, ist es okay, dass ich Sie und euer Partner mit Du anhebe? Es geht leichter. Freut mich, dass so viele da sind. Und ich bin ja sonst von Berufswegen Klimaphysiker, Klimaforscher, sowas halt ein Universitätsprofessor, ein Forscher, jemand, der mit Studierenden auf der Uni arbeitet, der halt Wissenschaft, Klimaforschungsergebnisse, Klimaschutz, wissenschaftlich kommuniziert, ist mein gewöhnlicher Job. Aber hier stehe ich ja als Scientist for Future. Und Scientist for Future heißt, dass sich einige Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler von uns auch hinstellen als Menschen, wie du und ich, vor dem Hintergrund ihres wissenschaftlichen Wissens, vor dem Hintergrund auch von den Werten, die wir alle teilen, dass wir sagen, eine gedeihliche Zukunft, dass wir fürs Gemeinwohl, für Fairness, für Solidarität, für Menschenrechte, Menschenwürde, Respekt, eben wie ihr sagt, ihr habt gesagt, wir sind hier, wir sind laut, warum? Und das ist ja wissenschaftlich auch sehr, sehr gut mittlerweile begründet, dass wir diesen Klimaschutz weltweit, aber auch in Österreich und bei uns und jede Person, jedes Unternehmen, jede Institution das braucht. Wir haben als Scientists for Future vor etwa einem Jahr, und das ist also ein Jubiläumsthema, ja auch ein wissenschaftliches Statement herausgebracht. Über 26.000 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler haben das in Deutschland, Österreich und der Schweiz unterschrieben. Über 2.000 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler nur in Österreich. Wir haben das auch in der Wissenschaftszeitschrift Science publiziert gehabt. Das war zwei Monate lang der Artikel mit der größten Reichweite und der größten öffentlichen Aufmerksamkeit in dieser weltweiten Zeitschrift Science. Also ihr habt was gehört. Ich sage nur einen Satz von dem, wie die Wissenschaft diese Bewegung Fridays for Future und die Notwendigkeit der Klimaaktionsbewegung einschätzt, sodass wir wirklich diesen Klimaschutz, so wie wir ihn jetzt brauchen, auch schaffen. Und dieser eine Satz aus dieser Stellungnahme geht wie folgt. Als das ist das, was diese 10.000 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler auf Basis des Standes des Klimawissens unterschrieben haben. Als Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler erklären wir auf Basis gesicherter wissenschaftlicher Erkenntnisse, die derzeitigen Maßnahmen zum Schutz von Klima und Biosphäre sind zutiefst unzureichend. Nur wenn wir rasch und konsequent handeln, können wir die Erderwärmung begrenzen, das Massenaussterben von Tier- und Pflanzenarten aufhalten, die natürlichen Lebensgrundlagen bewahren und eine lebenswerte Zukunft für derzeit lebende und kommende Generationen gewinnen. Und genau das möchten die jungen Menschen von Fridays for Future und weitere Bewegungen erreichen. Und dann schließen wir, Ihnen gebührt, euch gebührt unsere Achtung seitens der Wissenschaft und unsere volle Anerkennung. Danke für diesen Ruf, what do we want? And when do we want it? Genau, und über das habe ich nachgedacht, das ist mir heute in der Früh beim Haarwaschen noch einmal durch den Kopf gegangen. Man sagt immer, when do we want? Und dann habe ich gedacht, why do we want it? How do we want it? Where do we want it? Und die drei Sachen möchte ich kurz mit euch anschauen. Also, when do we want it? Now. Und tatsächlich ist Klimaschutz, auch wenn es nicht von heute auf morgen geht, wie wir wissen, das ist das Tolle an Fridays for Future, das basiert ja wirklich auf wissenschaftlichen Erkenntnissen auch. Wir wissen, der Weg dauert seine Zeit, aber der Weg muss sofort und tiefgreifend begonnen werden. Und deswegen, why do we want it? Und ich sage euch, wir antworten könnt, wenn ihr wollt. Und mir geht es ja um Befreiung aus der fossilen Gefangenschaft, Befreiung von CO2, Befreiung von diesen Abhängigkeiten von den fossilen Ressourcen. Und deswegen, weil es um diese Befreiung geht, könnten wir eigentlich sagen, why do we want it for freedom?
Für diese Befreiung aus der fossilen Gefangenschaft. Man darf nicht unterschätzen, dass wir in der Transformationsforschung und in der Klimaschutzforschung ja herausfinden, diese systemische Gefangenschaft, System Change statt Climate Change, ist ja etwas Reales, was diese Zukunftssorgen bewirkt. Und deswegen ist es vernünftig und sinnvoll und gerecht, dass man sagt, mindestens die Hälfte mit dieser Befreiung einmal zu erledigen bis 2030, wenn der Europäische Grüne Deal jetzt sagt, wir streben europaweit mindestens 55% CO2-Reduktion ab bis 2030 und Österreich hoffentlich nachbessert, das auch zu tun, dann wollen wir uns von dieser fossilen Abhängigkeit befreien. Weiter wie wollen die? For freedom! Genau. How do we want it? Wir haben ja im Jahr 2019 erlebt, dass auch und jetzt noch zum Teil, dass auch viel heiße Luft produziert wird. Wir wollen das aber ernsthaft haben, ernsthafter Klimaschutz, sodass er wirklich gelingen kann in der Umsetzung. Auch eine Herausforderung an die derzeitige Bundesregierung, die Gott sei Dank ambitionierte Ziele hat, auch an das Klimakabinett der Steiermark und den Klimafonds der Stadt Graz. Alle, die sich jetzt engagieren, wir wollen das ernsthaft und gerecht, honest und fair. Das heißt also aus wissenschaftlicher Erkenntnis, wir wissen, dass Klimaschutz etwas ist vom Rahmen her, europäischer Grüner Deal, bundesregierungspolitische Rahmenmaßnahmen, die Steiermark als Körperschaft, als Bundesland, die Stadtgemeinde Graz, alle vorhandenen Institutionen in unserem Land, aber überall muss es hier passieren, wenn wir von den Zielsetzungen ins Handeln und ins erfolgsfähige Umsetzen kommen wollen, dann heißt es für Klimaschutz, hier ist mein Wirkungsbereich, hier ist mein Hausverstand, hier ist mein Beitrag, hier ist meine Zuhilfe im persönlichen, im institutionellen, im öffentlichen Wirkungsbereich, da sind wir alle aufgerufen. Also, where do we want it? Hier! Genau. Und das bedeutet nur, letzter Punkt. How much do we want more? Ein letzter Punkt, die Idee ist, und da steht die Vorbildidee auch dahinter, das Zusammenspiel zwischen Wasserpredigen und Wassertrinken und Weinpredigen und Weintrinken und was immer die Getränke sind, nämlich es muss schon zusammenpassen, wie wir persönlich auch uns für Klimaschutz in unserem eigenen Wirkungsbereich einsetzen und dafür stehen und wofür wir demonstrieren. Wir wissen aus der Transformationsforschung, wenn die Klimaschutzbewegung, wenn Fridays for Future, das Klimavolksbegehren, das sich auch neu aufsieht, all die zivilgesellschaftlichen Klimaschutzbewegungen, wenn wir nicht uns begleitend zur Politik, Druck auf der Straße, Ermutigung der Politik, hart aber herzlich, professionell, wissenschaftsbasiert, fröhlich, beharrlich, Fridays for Future, diese Bewegungen, ihr seid die Wegweiser und die Bahnbrechenden, die Wegbegleitenden, die Zivilgesellschaft, dass wir auf diesem Pariser Klimaschutzweg auch in Österreich beharrlich und erfolgsversprechend und mit Zieleinlauf mindestens die Hälfte mal runter bis 2030 auch kommen. Danke euch wirklich für dieses Engagement. Und vielleicht, dass wir zum Schluss dann auch noch einmal schauen, wie diese Grundsätze also sind. What do we want? Where do we want it? Now! Why do we want it? For freedom! How do we want it? Serious and fair! Where do